Da sind wir wieder, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen AKF. Wir haben heute den 26. Mai. Wir sind auf dem Weizen, auf dem Direktsaatweizen und den gucken wir uns jetzt mal an. Gestern kam die AKF raus vom 4.5. Da habe ich noch, war ich noch ganz stolz, wie die Bestände aussehen und dass es so gut ist. Und ja, dass man dieses Jahr nur das Drillen nicht vergessen musste und. Und jetzt stellt sich die Situation aber wieder ganz anders dar. Wir kamen aus dem Urlaub und man hat tatsächlich schon die ersten Brandstellen gesehen. Da habe ich gedacht, nanu, geht aber flott dieses Jahr. Dann habe ich bei ProPlanter mal reingeguckt, wie viel Niederschlag hatten wir denn. Und wir hatten im April 36 mm und im Mai 3. Und dadurch, dass es aber im April immer kalt und nieselig war, hat man gedacht, ja, ist ja massig Regen da, aber war gar nicht so viel. Und ja, letztendlich hatten wir jetzt Montag 16 mm. Aber wie ihr seht, die Bestände haben schon richtig Federn gelassen. Ja? Wenn wir jetzt mal hier in die Reihen reingucken, die haben schon viel untenrum absterben lassen. Ein bisschen macht sie das automatisch, aber weil hier auch sehr viel Licht ist, hier hätte sie es nicht automatisch gemacht. Also jetzt hat sie ein bisschen länger gewartet. Wir haben hier auch schon das Fahnenblatt. Ja? Das hat auch eine schöne Größe noch. Und wir kriegen hier auch schon eine Ähre. Und wenn wir die Ähre jetzt mal hier zählen, die, glaube ich, die wird ganz ordentlich. Das ist auch der früh gedrillte. Der hat natürlich Zeit gehabt. So. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nee, doch nicht so viel. Also die wirkt tatsächlich länger, als sie ist. Letztes Jahr hatten wir bis zu 26 Spindelstufen. Das ist schon mal maßgeblich für den Ertrag, die Spindelstufen. Das ist nachher die Kornzahl pro Ähre. Klar, wir können noch kompensieren in Gewicht, also in der Kornfüllung. Letztendlich muss man aber sagen, die guten Bestände, das bricht uns gerade auch ein bisschen den Hals. Wir haben fette Bestände gehabt, viele Pflanzen auf dem Quadratmeter. Wo viele Pflanzen sind, ist auch hoher Verbrauch, viel Verbrauch pro Quadratmeter. Wir sind jetzt hier gerade auf der Direktsaatfläche. Direktsaat nach Raps. Ja, es sieht ganz gut aus. Ist jetzt nicht meine beste Fläche gewesen, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Ist einfach Direktsaatfläche. Hier war jetzt auch letztes Jahr Raps in Tigerdrillsaat. Also sozusagen ohne Bodenbewegung ist es das erste Jahr. Da sieht nichtsdestotrotz, sieht er alles in allem gut aus. Es ist ein homogener Bestand. Hier ist auch relativ ausgeglichener Boden. Wir gehen gleich mal auf der anderen Seite zu Tigerdrill rüber. Aber wir brauchen jetzt wirklich dringend Wasser, wie ihr seht. Ne? Was natürlich auch seht, ihr seht jetzt auch den, wo jetzt unten die Blätter abgestorben sind, seht ihr natürlich jetzt auch den Effekt, dass der Wind hier deutlich besser durchgehen kann, was uns vor Infektionen schützen kann. Aber da haben wir eine Spinne. Das heißt, die Bestände trocknen besser ab. Wichtig, ganz wichtig ist jetzt, dass das Farnblatt, dieses letzte Blatt, dieses, das ist maximal wichtig für den Ertrag. Das macht sozusagen auch den Hauptertrag aus. Dieses Blatt. Ja, an alle Betriebe, die auch hier mit Flüssigdünger durchfahren und verätzen sich diesen Teil pro Blatt. Das ist nahezu 1:1 der Verlust an Ertrag. Ja, weil dieses Blatt macht maximal den Ertrag aus. Ich müsste nochmal nachgucken. Ich meine, es sind 90%. Das ist eine abartig hohe Zahl im Weizen. Wie viel Kornfüllung dieses letzte Blatt ausmacht, das ist wirklich maximal. Jetzt, wenn man sich das anguckt, das sieht alles sehr gesund aus. Auch die Pflanzen sehen gesund aus, ob es unten hin. Wir haben da keine Pusteln drauf. Ja, hier hat sich das auch sehr gut wieder reguliert. Ich habe ja die anderen Bestände, die anderen Bestände habe ich mit einem Fungizid behandelt. Wegen dem Mehltaudruck, hier war der auch, aber nur leicht, weil der Bestand an sich ein bisschen dünner war. Und hier habe ich es so gelassen und man sieht es, durch die ganze Trockenheit hat sich das zurückgebildet. Der sieht sehr gesund aus. Was wir hier noch ein bisschen haben, ist ein bisschen Stiefmütterchen, Wildes. Aber auch das ist jetzt nicht ertragsrelevant. Das kann man schon mal dulden, dass da unten was drin ist. Hier haben wir natürlich ein Gras. Das ist nicht so geil. Müsste ein Windhalm sein. Windhalm ist nicht so geil. Gräser haben wir aber behandelt. So, was man natürlich auch sieht, jetzt hier weite Reihe. Wir haben natürlich jetzt hier die offene Fläche für den Wasserverlust. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt interessanter? Der Wasserverlust, also hier ist offen, hier kommt die Sonne durch. Oder letztendlich, dass die Flächen durchtrocknen. Kann ich euch nicht sagen, inwieweit das eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen graben, ja, der ist noch feucht. Also der ist jetzt feucht durch den Niederschlag, den wir hatten.
Der ist auch biologisch nicht ganz so krass aktiv wie den, den ich in der letzten AKF gezeigt habe. Also hier ist mit den Regenwürmern, ist das hier noch ein Unterschied. Der hier hat aber Mist bekommen. Also hier habe ich zum Beispiel Mist gestreut vorm Raps. So viel dazu. Das wollte ich euch gezeigt haben. Ich versuche ja auch irgendwie alle Bestände einzubauen. Nicht nur die besten, sondern auch irgendwie die schlechtesten und die durchschnittlichen. Und dass ihr wirklich eine Übersicht über das Ganze habt. Ich hoffe, der kriegt jetzt nochmal regelmäßig Wasser. Die Prognosen sehen aber gar nicht so rosig aus. Letztendlich sieht es so aus, als ob wir im Juni kein Wasser bekommen. Gar nichts. Und dann ist der hier hinüber. Und dann wiederholt sich, nicht 2018, ich würde sogar sagen 2020 war schlimmer, als wir diese kleinen Schmachtkörner hatten. Und da war es ähnlich, da war es ein feuchtes Frühjahr, üppige Bestände, dann hat das Wasser gefehlt, dann hatten wir so viel Schmachtkorn. So, gehen wir mal rüber. Mit der dritten Gabe wird auch viel gefragt, machst du jetzt die dritte Gabe? Ich habe hier so viel vorgelegt, dass ich bis in der BBCH 49 komme. Also ich habe so viel geguckt. Ich habe jetzt geguckt, die BBCH 49. Ich war mir nur unsicher, ob es die Grandspitzen ist, also das Rausspitzen, was wir jetzt gerade haben, oder das Fertigschieben der R, das ist Grandspitzen. Also bis jetzt kommen wir vom Dünger. Ja, der Punkt ist aber, guckt es euch an. Ja? Das ist nicht so krass rosig. Wir sind hier auf der anderen Seite Tigerdrillsaat. Bisschen höher. Tatsächlich ist aber auch eine andere Sorte. Das Akzent, der soll in der Trockenheit ein bisschen besser performen. So, ihr seht, da ist Direktsaat, hier ist Tigerdrillsaat. Der sieht auch nicht schlecht aus. Also da können wir jetzt nicht sagen, ja, wir sparen hier Wasser oder so, sondern overall sehe ich da nicht zwingend einen Unterschied, um ehrlich zu sein. Gut, das ist das erste Jahr in Direktsaat und so richtig stellt sich das System auch erst über Jahre ein. Wenn man jetzt aber hier guckt, sieht es doch schon, man sieht, es ist schon ein bisschen üppiger, alles in allem. Und die Pflanzen sind nicht so einzeln und nicht so gestärkt. Ja, also bei den anderen hatten wir denn hier so hohe einzelne Pflanzen. Und hier ist es so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen üppiger und nicht so gestärkt. Wir gucken mal hier die Spindelstufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 ist natürlich ein bisschen mehr. Man muss natürlich auch gucken, das ist auch ein Unterschied, welche Sorte man anbaut. Es gibt Massetypen, die machen das über die Anzahl der Pflanzen. Es gibt Einzelehrentypen, die machen das über die einzelnen Ähren, die Masse. Ne? Deswegen kann man das nicht immer zwingend vergleichen. So, aber wenn ihr jetzt hier seht, hier oben ist schon harte Sandkuppe und da hinten ist noch schlimmer. Und jetzt seht ihr das aber hier, der Bestand hat gut Federn gelassen. Ne? Wenn wir uns das hier angucken, so eine Stellen habe ich leider nicht in Direktsaat, um euch da irgendwie einen Vergleich zu zeigen. Also ich habe nicht so diesen krassen Sandboden. Obwohl doch, weil ich glaube, da kommen wir heute nicht hin. Auf der anderen Seite die ganzen Sonderkulturen, die gucken wir uns nachher auch noch gleich an in einer anderen AKF. Was ich jetzt aber euch zeigen will, da fahren wir jetzt gleich hin, wir gucken uns mal den Dinkel an, Dinkel Emma Hartweizen, den gucken wir uns jetzt mal an. Achso, was ich sagen wollte, die dritte Gabe ist folgendermaßen jetzt. Es ist ja so, ja, ich brauche jetzt hier nichts streuen. Klar, der Boden ist feucht hier. So, Moment, gucken wir uns das mal an. Der ist trockener schon als der Direktsaatboden. Auch wärmer. Der Direktsaatboden ist kälter gewesen. Also tatsächlich hat man das, konnte man das anfassen. Das ist, der war eiskalt, der Direktsaatboden. Und viel lockerer ist der hier auch. Trockner tatsächlich, würde ich auch fast sagen. Also das heißt, wenn wir jetzt hier was raufstreuen und auch wenn es ein Kasten Kalkamonsalpeter ist, da wo ja auch alleine, ich sag mal, ein guter Tau ausreicht, um das in Lösung zu bringen und dann sind ja halt oberflächliche Wurzeln, die wird es dann aufnehmen. Der Punkt ist aber, wir haben momentan, weil es schon wieder so trocken ist und ständig Wind ist, haben wir keinen Tau mehr. Das heißt, was wir im Frühjahr kennen, dass die Bestände klatschnass sind und du greifst einmal durch und deine Hand tropft, das haben wir aktuell nicht. Wir haben nahezu gar keinen Tau. Das heißt, das bleibt oben drauf liegen. Ein Harnstoff sowieso. Ein Harnstoff braucht immer Wasser, braucht auch viel Wasser, um sich gut zu lösen. Fällt flach. Das heißt, ist auch die nächsten zwei Wochen nichts auf dem Radar. Das wird jetzt einfach nichts bringen, das raufzuwerfen. Im schlimmsten Falle, zum Beispiel bei Harnstoff, hätten wir halt Verluste.
Wir lösen das ein bisschen mit Tauwasser an. Ja? Dann kommt aber der Urease-Hemmer ist zwar da, aber der wird ja dann irgendwann trotzdem abgebaut. Ne? Die Urease ist ja ein Enzym aus dem Boden, was sozusagen die Umsetzung des Harnstoffs vollführt. Und der Urease-Hemmer ist ja da, um das zu hemmen, diese Umwandlung. Ne? Und das kommt dann nicht richtig zum Tragen. Also der Urease-Hemmer ist ja eigentlich da. Nee. Dass der Harnstoff gelöst wird und die Urease wird so lange gehemmt, bis der Harnstoff in tiefere Bodenzonen kommt, dass, wenn er dann sich anfängt zu lösen, dass es keine Ammoniak-Emissionen gibt. Das ist ja nicht der Fall. Wir haben ja Wärme, wir haben wenig Wasser. Das heißt, er bleibt maximal an der Oberfläche und dann tritt die Emission auf. Das heißt, dann haben wir dann Verluste, ob wir wollen oder nicht. Und ob dann Hemmstoff dran ist oder nicht, das kommt dann. Viele verwechseln aber Urease-Hemmer mit Nitrifikationshemmer. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, ja, wir fahren jetzt hier ohne Nitrifikationshemmer im Harnstoff, habe ich im Frühjahr gesagt. Und da haben einige gesagt, ja, das ist doch gar nicht mehr erlaubt. Doch, natürlich ist das erlaubt. Nur das Ausbringen von der gekörnten Variante bedarf den Urease-Hemmer. So, wir sind jetzt hier angekommen. Weizen mit der Kleden ausgedrillt. Ja, ihr seht, der Reinabstand ist auch wieder ein bisschen weiter auseinander. So, was wir hier zum Beispiel sehen, Leute, das ist einfach die Überlappung, die man mit der Drillmaschine hatte. Seht ihr, hier sind sehr, sehr viele Pflanzen auf dem Quadratmeter. Wahrscheinlich haben wir hier abgedreht oder irgendwie sowas in der Art oder hier früher oder später eingesetzt. Und da tritt das natürlich häufig auf. Diese hohe Anzahl von Pflanzen sorgt natürlich dafür, dass weniger Nährstoffe, ja, seht ihr das, wie dicht das ist, weniger Nährstoffe und eine sehr schlechte Einzelentwicklung da ist. Genau. An sich ist hier relativ guter Boden. Hier ist besserer Boden als da, wo wir eben waren. Und was haben wir hier gemacht? Was haben wir denn hier gemacht, Leute? Wir haben hier Dünger gestreut, Gärreste gegeben, Herbizid und einmal Wachstumsregler. Und alles im allen sieht das auch ziemlich gut aus. Auch die Pflanzen sehen ganz gut aus. Ist wenig obendrauf. Kann man ganz bisschen Rost erkennen, aber ist alles nicht wild, gerade jetzt bei der Trockenheit. Ganz unten ist ein bisschen Mehltau am Halm. Ja, aber da würde ich nichts machen, um ehrlich zu sein. Ja, wir haben hier übrigens Informer, den habe ich letztes Jahr angebaut, Einzelehrentyp. Da können wir mal zählen. Wirkt relativ dicht hier in der Reihe. Jetzt habe ich mir eine kräftigere Pflanze rausgesucht. Hier sind wir mit Güllefass gefahren, also hier, da und da die Spur. Dieses Jahr sieht man die auch ein bisschen mehr durch die feuchten Bedingungen. So. Also hier müsste die Ähre eigentlich ein bisschen größer sein, weil es ein Einzelehrentyp ist. Aber war der spätgedrillteste, das hemmt natürlich wieder die Möglichkeiten nach vielen Körnern. Man sieht es auch, während der andere, ja hier die Grannen schon zeigt, hat er hier gerade mal das Farnblatt fertig geschoben. Ne? Das ist schon ein Unterschied bei der Saatzeit. Also die 4 Wochen, die der jetzt hier später im Boden kam oder sogar 6, da hängt er mindestens eine Woche jetzt nach und eine Woche im Frühjahr ist natürlich, ja, ist natürlich eine Welt. Ne? Der hat einfach eine Woche mehr Zeit. So, und ihr seht, die ist auch deutlich kleiner. Mal gucken. Also seht ihr den Unterschied? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Also ihr seht, trotz der spätgedrillteste, der hat eigentlich das Potenzial für gar nicht so viel Spindelstufen, aber trotzdem hat er so viele als zum Beispiel der frühgedrillte, weil es einfach ein anderer Typ ist. Was wir hier noch sehen, ein paar Sonnenblumen. Aber da wir hier auch mit dem Bodenherbizid gearbeitet haben, ja, sind die sehr verhalten im Wachstum. Also die stehen nahezu schon jetzt seit einem Monat auf dieser Stelle. Bei den Sonnenblumen allgemein, da kommen wir aber nochmal, da kommen wir bei der Sonnenblumen-AKF nochmal dazu. So, wir gehen jetzt einfach mal die ganzen Schilderchen hier ab. So, hier vorne ist eine Sorte auch von LG, da habe ich Probesaatgut bekommen. Ich weiß nicht genau, wie der heißt, aber der kommt dieses Jahr erst raus. Der hat sozusagen den Sortentest. Wie heißt es? Die Zulassung, glaube ich, kriegt er wohl nächstes Jahr. Dieses Jahr hat die wohl bekommen, dieses Jahr.
Wir haben hier ja, Sorte Diadur, Hartweizengrieß. Und man sieht ja schon, der ist schon deutlich heller. Also das ist schon, man sieht schon hier anhand dieser einzelnen Versuche, wie krass doch der Unterschied ist zwischen einer intensiver Züchtung und nicht so intensiver. Also wenn ich mir das hier angucke, würde ich fast sagen, der steht hier in der Reihe zu dick. Der nimmt sich selber so ein bisschen das Licht weg. Farnblatt ist auch ein bisschen kleiner. Also so würde ich es einschätzen. Dem, glaube ich, wird ganz gut tun, ein bisschen einzelner zu stehen und vielleicht ein bisschen weiter auseinander. Ja, er ist auch sehr klein. Was ich meine, habe noch nie Hartweizen angebaut, um ehrlich zu sein. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, Moment, wir zählen da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Natürlich deutlich weniger, aber beim Hartweizen, da geht es natürlich hauptsächlich um Qualität. Hartweizen zeichnet sich durch sehr, sehr hohe Backeigenschaften, sehr gute Backeigenschaften, sehr klebrige Mehle aus, soll Mehl werden. Für den direkten Verkauf, aber den Roggen hier nehmen wir mal raus. Saatenunreinheit, Leute, seht ihr das? Da, überall sind Roggenpflanzen drin. Die gehören hier nicht rein. Hier stand schon Ewigkeiten kein Roggen mehr. Und nur da und da nicht mehr. Nur in diesen einzelnen Hartweizen Saatunreinheit. So, also das soll Mehl werden. Bei Hartweizen ist es aber so, der ist super sensibel bei der Feuchtigkeit. Das heißt, sobald Regen in der Ernte kommt, sind quasi die Backeigenschaften versaut. Ich muss öfter mal gucken, ob das Mikro noch reicht. Jetzt sind wir hier im Emmer. Ich sage euch gleich die Sorte. Das Gras ist, Emmer ist wie so ein weiches Gras. Ramses. So, und ihr seht, der ist höher, der fässt sich viel, viel weicher an. Also Weizen ist da deutlich härter, wie der sich anfasst. Ist natürlich auch viel weggetrocknet, wie ihr hier seht. Und bin gespannt, wie der sein soll. Soll auch ja im Prinzip als Mehl performen. Und ich hoffe, wir schaffen da natürlich Qualitäten. Und ja, hier in den Reihen, wo das Mehl werden soll, nehme ich natürlich so ein bisschen die Aufwandmenge von dem Stickstoff nochmal hoch, damit wir auch wirklich die Backeigenschaften schaffen. Wäre natürlich sonst schade, wenn wir es nicht schaffen. Was natürlich aber auch schwierig ist mit dem wenigen Wasser hier. Vernünftige Backqualitäten hinzubekommen. Wo ist sie? Ich finde sie noch gar nicht. Aber sie ist noch sehr, sehr eingepackt und deutlich kleiner, wie man sieht. Moment. Schade, dass Lisi lässt sich entschuldigen, Leute. Sie hat viel im Büro zu tun. Muss gleich Anton abholen. Da. So groß ist sie aktuell. Also ist nicht deutlich größer, wie ihr seht. Also nicht deutlich größer wie die Weizenähre. Nee, noch nicht deutlich groß. So. Die Weizenähren waren natürlich deutlich größer. Fässt sich sehr, sehr weich an. Und ab hier vorne, glaube ich, kommt noch mal eine andere Emmer-Sorte. Ja, genau, hier kommt die Kante. Sieht man es auch tatsächlich optisch. Das ist Rote Hartfelder, heißt die Sorte. Die Sonnenblumen sind natürlich auch jetzt sehr intensiv noch gekommen über die letzten Wochen. Aber wie gesagt, die bewegen sich kaum im Wachstum. Muss man gucken und hoffen, dass das auch alles so bleibt. Weil hinterher immer noch mal durchfahren zu müssen, ist immer keine gute Variante. Aber auch der ist ein bisschen härter. Na gut, wir sind auch jetzt hier, wo ein bisschen einzelner steht. So Leute, als letzte Sorte der Frankentop. Leider Gottes ist mein Mikrofon zu früh ausgegangen. Ach Leute. So, Hannes, lass das sein mit dem Gepiepe. Leider Gottes ist mein Mikrofon zu früh ausgegangen. Und die letzte Sorte Frankentop, sehr dinkel, sehr intensiv, noch mit Mehltau wieder befallen. Und ja, da muss ich mir überlegen, ob ich die 3 Hektar jetzt noch was mache, damit der wieder sauber wird. Weil zusätzlich bei den trockenen Bedingungen noch mal Mehltau befallen. Wirklich, der Halm war sehr intensiv befallen. Muss man sich auch noch mal überlegen. Alles im Allen war es das für diese AKF, Leute. Jetzt gibt es gleich noch eine von den Sonderkulturen. Und ich sage wieder danke fürs Zuhören, Zuschauen. Und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge wieder. Leute, bis dann. Ciao, ciao.